Nach der Wahl seines Parteikollegen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen bringt FDP-Chef Christian Lindner Neuwahlen ins Spiel, falls im Erfurter Landtag eine politische Blockade eintritt. Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig. Lindner appelliert an die drei Parteien, Kemmerichs Gesprächsangebot anzunehmen. Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit. Wir unterstützen die Ziele und Werte dieser Partei nicht. Laut Lindner hat die AfD den liberalen Kemmerich aus rein taktischen Gründen gewählt. Zwischen FDP und AfD habe es keine Übereinstimmung gegeben. Davon sind nicht alle überzeugt. Dutzende Menschen versammeln sich spontan vor der FDP-Bundeszentrale in Berlin und protestieren. Gegen den Faschismus! Das zeigt einfach, dass diese Leute keine Berührungsängste haben mit dieser völkischen Partei und gemeinsame Sache machen mit Leuten wie Höcke und den ganzen rechten faschistischen Flügel von der AfD, wenn es darum geht, an die Macht zu kommen. Und ja, das ist gefährlich. Und dagegen protestieren wir. Auch in Thüringen und Sachsen finden am Abend mehrere Demonstrationen statt.